Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Kleinhelmsdorf, jawohl, genau. Ja, und hier müssen wir jetzt weg, weil wir haben noch was zu tun. Wir haben hier die Güterzüge, wir haben die LKWs, die Werkzeuge kommen an. Das passt also alles soweit. Jetzt düsen wir nochmal zurück zu unserem Bahnhof hier unten, zum Güterbahnhof. Denn wir haben noch ein weiteres Städtchen, das... Ah, das ist aber auf der anderen Seite. Oh, wisst ihr, was wir hier machen können? Genau, jetzt habe ich gerade eine spontane Idee. Denn da hinten ist das Städtchen Elsdorf-Westermühn. Die möchten auch Werkzeuge. Wir können die Strecke eigentlich doppelt nutzen. Das werden wir auch machen. Indem wir hier einfach, ja, dann von Kleinhelmsdorf aus in irgendeiner Art und Weise nach da hinten kommen. Das könnten wir sogar machen, hier geradeaus, da rein. Ja, würde ich auch. Das heißt, wir brauchen hier mal ein neues Gleis und dann haben wir aber wirklich die Werkzeugsache abgeschlossen. Danach kommen wir dann wieder zum Thema Personenzüge. Also, ein weiteres Gleis. Ja, irgendwie hier raus. Mir ist das hier irgendwie fast zu, wie soll ich sagen, hier ist nichts. Ich hätte hier gerne einen See, aber bevor ich jetzt hier einen See mache, mache ich das weitere Gleis, weil sonst kriege ich dann das Gleis hier nicht mehr hin. Und das wäre dann tatsächlich ein kleines Problem. Gut, aber den See, den machen wir. Der ist so schnell gemacht. Und das sieht gleich so gleich anders aus. Halt, das muss ich aber konfigurieren. Oh lala, was haben wir hier denn alles? Standardgleise. Grenzte Geschwindigkeit. Ist das vom Update oder habe ich hier eine Mod aktiviert, ohne das zu merken? Das ist ja auch interessant. Naja, umso besser, wenn wir das haben. Jetzt brauchen wir hier aber tatsächlich nochmal so ein Cargo-Dingens, eine Plattform. Machen wir das mal bis hier hin. Plattform. Die ganze Länge. Ich würde es kürzer machen. So, damit das irgendwie ein bisschen asymmetrisch bleibt. Sonst haben wir die Symmetrie dann einfach auf der Seite. So, jetzt kann er aber auch nur bis hier hinfahren. Das ist auch klar. Nochmal rausgehen. Ja, vielleicht hier irgendwie noch... Man könnte eine Straße hinmachen, dass das so ein bisschen aussieht, als würden hier die LKWs halten. Man könnte relativ viel machen. Ich schau mal. Konfigurieren. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein Gebäude hin. Ja. Zack, machen wir das dorthin und dann ist hier zu. Gut, das haben wir, das Gleis haben wir auch. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier die Strecke machen, weil das sollte auch nicht ewig dauern, wir haben ja den Großteil schon, machen wir hier einen See hin. Wie gesagt, das geht zügig. Machen wir das so. Bisschen größer den ganzen Spaß, darf sogar noch größer sein, bisschen stärker. Und dann machen wir hier ein Loch und schon haben wir unseren See. Wir werden dann gucken, dass ungefähr der Wasserstand überall gleich ist. Falsch. Mit dem hier. Wobei so ein Inselchen. so ein Inselchen könnten wir auch noch nehmen. Und ich mache das hier mal noch weg, aber hier hinten lasse ich es. So ein See ist ja wirklich nicht überall gleich tief. Also von daher. Also machen wir nochmal ein Inselchen. Das darf aber ein bisschen kleiner sein. Haben wir eigentlich Ruderboote? Dass wir irgendwie hier noch zu dieser Insel düsen könnten. So eine kleine Touristenattraktion hier in Berlin. Das wäre doch auch noch was Nettes. Ja, ich würde es mal so lassen. Hat doch was. Sieht nett aus. Hier die Gischt. Wie das umspült. Irgendwie hier ist noch was. Die Gischt kommt hier nicht richtig ran. Was haben wir denn hier noch? Interessant. Naja gut, ich lasse es mal. Das war ja nur ein Gimmick. Aber mich hat wirklich im Moment gerade extrem gestört, dass hier alles einfach nur so grün ist. Ich finde, der See, der passt gut hier hin. Ist ja in der Nähe von Berlin. Passt doch. Die Züge sind auch schon unterwegs. Gut, und jetzt sorgen wir dafür. Oh, jetzt komme ich wahrscheinlich mit dem Gleis aber hier nicht mehr lang. Herr Heisenberg, echt jetzt? Ja, logisch geht das nicht. Ich muss ja noch... ich habe es noch gesagt. Wenn ich jetzt tatsächlich zuerst den See baue, kriege ich das Gleis nicht mehr hin. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir hier ja auch noch wieder rauskommen müssen. Jetzt müsste es aber gehen. Weil... Moment, Gleis. Wir können hier eine Weiche rein. Ja, das geht sogar. Okay, bis wohin? Weil hier haben wir irgendwo eine Weiche. Ne, das geht. Machen wir so. Zack, in dieses Gleis rein. Funktioniert. Jetzt brauchen wir hier aber eine Weiche, sonst kommen wir dort nicht mehr rein. So. Und dann würde das schon mal klappen. Da hat es den Zug zerlegt, das Problem kennen wir. So, also hier raus, hier rein. Ja, das funktioniert. Gut, dann folgen wir hier. Dieser Strecke. So viel Verkehr haben wir hier noch nicht. Das können wir machen. Das geht dann hier um eine Kurve rum. Und hier geht es nicht mehr um eine Kurve rum. Hier geht es in dieses Gleis rein.
und das führt uns dann nach da hinten, wenn wir hier gucken, Elsdorf. Da haben wir Werkzeuge, das passt. Und die haben ja einen riesigen Güterbahnhof hier. Und wie viele Linien? Wahrscheinlich noch nicht massiv viele. Nein. Auf der Seite zwei, hier was, da können wir schön in die Gleise reingehen. Ja. Und das machen wir natürlich auch. Und auch dort werden wir dann mit den LKWs wieder gucken. Das würde heißen, wir müssten, ja wie gesagt, hier geradeaus. Machen wir mal 160er Gleis. So, und dann Höhe gewinnen, oder ich mache es anders, ich mache zuerst mal die Brücke. Weil wir müssen dort auf die rechte Seite kommen. So, irgendwie so. Mal gucken. Ja, die gefällt mir schon sehr gut. Machen wir. Den Rest werde ich wahrscheinlich aufschütten. Ich gucke mal, ich gehe mal runter. Jawohl. Schütte ich doch nicht, mache ich eine Brücke. Und hier rein, möglichst gerade. Jawohl, passt. Hier natürlich auch geradeaus, damit wir das zweigleisig haben. Jep, passt auch. Signale müssen wir dann noch ändern. Oder neu setzen, je nachdem. Hier rüber. Funktioniert ebenfalls. Und jetzt hier eine Kurve. Natürlich nach unten gerichtet das Ganze. Wie sieht die Brücke aus? Ist die okay so? Ja, die ist schön eben. Die ist schön gerade. Also hier so runter und dann hier einfach wieder in die Gleise rein. Und zwar so. Oh, da ist gerade noch... Ne, das geht nicht. Guck mal, hier ist noch Kollege Bahnhof. Und der ist zweigleisig und ich bin überzeugt, hier sind schon zwei Linien drin. Jawohl. Ne, das geht nicht. Da blockieren wir zu viel. Wir düsen dran vorbei. Ja, wieso? Hier lang. Und hier wieder raus. Ach, das gibt sogar einen Tunnel. Ja, warum nicht? Hier so versetzt, hier unten? Durchaus. Kann man machen. Zweites Gleis mitnehmen. Das ist dann der einzige Bereich dieser Strecke, wo wir sozusagen ein eigenes Gleis haben. Jetzt sind wir ziemlich unter der Erde, das können wir aber noch korrigieren. Tun wir auch, man sieht, wenn wir hier raufgehen. Und dann müssen wir hier vorne irgendwo dann reinkommen, in unser gemeinsames Gleis. Mal gucken. Das Dingens fehlt halt immer noch, das Geräusch, wenn man etwas baut. Da müsste ich das Spiel neu starten wahrscheinlich. Ich würde eigentlich hier rein wollen. Jawohl, klappt auch. So, da hört man es. Beziehungsweise nein, man hört es eben genau nicht. Es macht nicht ploff oder was es halt macht. So, hier so. Jetzt werden wir gleich gucken wegen den Signalen. Zack, einmal Signale. Wir haben hier folgendes, den Bahnhof. Na ja, rausfahren, da würde ich nichts machen. Hier ist das Reinfahren, das ist okay. Und hier, da haben wir dort eins. Und wenn wir von hier kommen, haben wir dieses. Ja, das passt schon mal. Dann hier nochmal Signale setzen. Hier auf der Brücke nochmal. Und hier unten geht es dann auch wieder rein. Machen wir mal hier eins, hier eins, hier oben eins. Und hier brauche ich nur hier noch eins. Ja, das kann man so lassen. Haben wir jetzt falsche Signale? Ja, die sind ein bisschen nah. Ich würde es aber lassen eigentlich. Warum haben wir hier nur eins? Ach so, weil dort die Weiche ist, genau. Ich würde das so lassen. Das können wir so lassen. In die andere Richtung ist das auch okay. Und hier haben wir ein falsches. Nämlich das hier. Das muss weg. Sehr gut. Das kommt weiter vorne. Wir hätten es dort. Ich setze das Ganze hier mal noch hin. Okay, gut. Die Linie fehlt natürlich noch. Sonst wird dort nichts angezeigt. Das ist auch logisch. Neue Linie. Und hier, ne, wir sind eigentlich, Moment, ich mache schon die Linie, wir haben das Ganze noch nicht fertig gebaut, wir müssen beim Bahnhof noch gucken. Herr Heisenberg, wir müssen hier ja noch irgendwie reinkommen, weil das ist alles belegt wahrscheinlich, jawohl. Also die beiden Gleise haben wir, dann würde ich sagen, es liegt auf der Hand, dass wir auch die nutzen. Und zwar einfach hier so, ja, ganz auf einfache Art und Weise. Und hier oben müssen wir irgendwie in die Gleise rein. Das müsste eigentlich auch machbar sein, sprich so. Ne? Ja, machen wir es mal hier hin. Machen das in kleinen Schritten. Sehr gut. Hier in die Richtung. Und schon haben wir hier den Bahnhofsbereich auch schon fertig. So, hier rein. Machen wir hier nochmal eine Weiche. Kann nicht schaden. Wenn sie nichts nützt, ist egal. Dafür sieht es gut aus. Geht noch nicht. Okay, dann machen wir eine Oldschool-Weiche. Hier einmal rüber. Geht das? Ja, das geht. Bestens. Ja, ich weiß, Gleisbau ist natürlich schlecht, wenn gerade dazu kommt. Lieber Eno, brauchen wir hier Signale?
Die Ausfahrt, denke ich, also von der Ausfahrt her könnten wir eins machen. Das ist ein Stückchen. Dann kann der Zug immerhin bis hier hinfahren. Hier eigentlich das gleiche. Dann brauchen wir noch eins hier. Dann haben wir dort eins und hier eins. Ja, ja, das ist okay. Funktioniert, ist ein bisschen nah, aber ich denke, das ist trotzdem in Ordnung. Und beim Runterfahren würde ich eigentlich keine machen. Ne, das lassen wir. Gut, jetzt kann ich die Linie machen. Haltestelle hinzufügen wäre hier. Cargo, ganz wichtig natürlich. Dann geht das hier zurück. Da ist der Flughafen. Dann müsste hier der Bahnhof sein. Zack, und man sieht, das passt. Die machen alles richtig. Es ist zweigleisig, das ist genau wie wir es wollten. Das wäre dann Werkzeug für Elsdorf. Lassen wir mal das Westerdingens weg, weil, oder machen wir es so. Okay, gut. Ein Depot haben wir. Und zwar hier unten. Das können wir gleich nochmal nutzen. Und das werden wir natürlich auch tun. Jetzt weitere Züge für diese Linie. Ich würde sagen, wir gucken, dass das möglichst irgendwie ein bisschen was anderes ist. Also, ja, vielleicht sogar was Elektrisches. Mal hier unten schauen. Wir haben so viele schöne Lokomotiven. Also, man kann eigentlich gar nicht alle verwenden. Wenn die natürlich massiv schneller sind, haben wir ein Problem, weil die benutzen die gleiche Strecke. Auf der anderen Seite, die Wagen werden eh wieder bremsen. Ich wäre für sowas. Baureihe 152 DB. Nehmen wir. Gebongt. Oh, Moment, hier. Ja, da habe ich schon mal geguckt. Die sind halt schon auch alle sehr cool. Die hier war es. Hinzufügen. Cargo. Ja, die passen. Die gedeckten Güterwagen, die passen, würde ich sagen. Die transportieren Werkzeuge. Machen wir das einheitlich. So, und davon hätten wir gerne nochmal vier. Und dann haben wir aber Verkehr auf der Straße, hätte ich fast gesagt. Nein, aber auf den Gleisen. Werkzeug, Elsdorf. Sehr gut, da gucken wir gleich wieder. Ist ja eigentlich jetzt was passiert in Sachen... Nee, aber bei mir passiert tatsächlich in Sachen Besuchermagnet nichts. Ihr seht's ja. Hier hinten. Ja, doch, hier ist was passiert. Hier sieht man tatsächlich Personenverkehr. Fahrzeugverkehr. Immerhin, immerhin. Aber die Fahrzeuge selber dort hinten. Hier passiert aber nichts. Hier habe ich 50 eingestellt. Vielleicht ist das nicht kompatibel, wenn hier vorne nur 5 pro Monat eingestellt sind. Ja, wir gucken uns das nochmal an. Wir setzen die nochmal anders. Weil hier brauchen wir Verkehr. Ein bisschen was haben wir jetzt. Ein bisschen was haben wir. Gut. Ja, dann lasst uns mal einsteigen. Wir sind zwar der Erste hier, der rauskommt. Glaube ich zumindest. Ist da schon einer unterwegs? Nein. Wir sind der Erste. Und wir werden jetzt aber das Fahrzeug gar nicht mehr drehen. Sonst haben wir zweimal die gleiche Strecke. Weil den ersten Teil, den kennen wir ja schon. Kameras. Klasse. Sehr schön. Hier sieht man sogar noch, wie das Federtum macht. Oh, das Gelenk und... Oh, herrlich. Gut, wie setzen wir uns rein? Gehen wir mal kurz raus. Oh, das ist die krumme Kamera. Ich sehe es schon. Moment, falscher Knopf. Ich sehe es schon, dass das die krumme Kamera ist. Das heißt, das wird jetzt hier wieder ein ordentliches Geübe. Jetzt mal den falschen Knopf. Wo haben wir es denn? Hier. Ne, geht aber. Sieht halt ein bisschen gestreckt aus, das Ganze. Das ist so... dieser komische Zoom, den wir haben. Oh, wir haben Tempo. Ja, aber das Tempo werden wir nicht lang haben. Aber wir haben hier noch andere Züge drauf und die sind ein bisschen langsamer. Bin mal gespannt. Ich habe nicht darauf geachtet, wie schnell die Wagen sind, aber ich glaube, die garantieren die... Also die lassen die 140 zu, die wir mit der Lok erreichen. Oh, hier ein kleines Stelldichein der LKWs. Schöner Sound und eigentlich eh... eine relativ coole Fahrt, wenn die krumme Kamera nicht wäre. Aber jetzt haben wir sie halt. Da kommt der Kollege, der fährt nach... ja, so wie es hieß, irgendwie das mit Helmdorf. Els, Eisen, Helm... Also ja, ihr wisst wohin. Die erste Stadt, die wir jetzt gemacht haben. Und wir düsen hier ja an der Stadt vorbei in die nächste, nach Elsdorf, Westermühlen. Hier oben wieder die S-Bahn. Wie gesagt, die Strecke kennen wir. Die haben wir schon befahren. Mit den anderen Güterzügen. Interessant in dem Sinne wird es dann, wenn wir weiter vorne sind und dort dann ausfädeln. Aber warum nicht hier nochmal am Flughafen vorbei? Also das ist weder verboten noch, wie soll ich sagen, doof, weil das ist eine schöne Strecke, wie ich finde. Hier noch ein Dschungel durch. Und auf der rechten Seite dann eben der Flughafen. Ja, wir sind schneller als der andere Zug. Aber wie gesagt, das wird reguliert dann durch die anderen Züge, die hier die Strecke befahren.
Das heißt, wir werden auf dieses Tempo gar nie kommen, großwahrscheinlich. Müssen wir auch nicht. Wir haben es nicht eilig, wir sind Güter zu. Mit Werkzeugen. Das ist keine verderbliche Ware, das funktioniert. Schön, der Meeresanschluss hier. Und da oben sehen wir, ich glaube, das ist der Rest des Flughafens. Jawohl, das ist der Hangar wahrscheinlich. Ja, ist es. Da kommt ein Kollege entgegen. Auch von der anderen Linie. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, in was für Gleis wir dort reingehen. Aber ich nehme mal an, der Zug, der da nach Elsdorf fährt, das wird irgendein normaler Personenzug sein, würde ich mal behaupten. So, hier geradeaus, wunderbar. Vielleicht sehen wir es ja gleich. Nicht, dass ich jetzt dort irgendwie die IC-Linie erwischt habe, dass wir hier mit den Güterzügen in die IC-Linie reingehen. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine Idee gewesen, das muss nicht sein. Ja, mal gucken, vielleicht sehen wir es gleich. Jetzt geht es ja hier erstmal in den Tunnel rein, genau, damit wir dort am Bahnhof vorbeikommen. So, nochmal ein bisschen runter, nochmal ein bisschen rüber. So, jetzt. Nicht, dass wir die Rübe anschlagen hier, das muss nicht sein. In dieses Tunnel passt genau ein Zug und nicht ein Zug in den Kopf. So, jetzt bin ich echt gespannt. Ach, ja, der Eno, okay, gut. Ja, den stören wir in dem Sinne nicht. So wahnsinnig schnell ist auch der Eno nicht. Gut, ich hatte tatsächlich für einen Moment Angst, dass wir irgendwie die Hybridstrecke oder etwas da noch ankratzen. Aber Glück gehabt. Wir können sogar fahren. Ach, ist nicht nur der Eno, man sieht, das sind noch andere Triebwagen. Aber schön, ich mag halt tatsächlich, wenn Personenzüge und Güterzüge auch mal die gleichen Gleise verwenden. Wenn man das nicht immer so separat hat. Weil das ist in der Realität ja nicht anders. Güterzüge bekommen relativ selten ein eigenes Gleis. Und jetzt haben wir das hier tatsächlich auch. Es ist halt im Endeffekt immer auch ein bisschen eine Frage der Menge. Wie viele Züge hat man auf der Linie? Ob das funktioniert von den Gleisen her? Und da haben wir es eher schwierig, weil wir eben nicht wirtschaftlich spielen, setzen wir immer ein bisschen mehr Züge rauf, als nötig wären, damit es eben gut aussieht. Und das könnte dann zur Folge haben, dass wir hier irgendwann Probleme kriegen mit Stillstand. Im Moment geht es aber. Und da kommen ordentlich Züge rein und raus. Da noch ein Personenzug unterwegs. Sehr gut. Ja, jetzt könnte man natürlich irgendwie hier... Seht ihr das Gras? Klar seht ihr es. Ich weiß nicht, irgendwie jetzt hier Ballast hinmalen wäre möglich. Aber ich finde dieses Gras eigentlich auch cool. Das sieht aus, als hätte es dort Schotter oder Kies und darauf ist halt das Gras gewachsen, weil das nie betreten wurde. Ich würde das eigentlich gerne lassen. Wir können auch mal wieder am Bahnhof bemalen, so ist es nicht. Aber ich finde dieses Grün tatsächlich hier tatsächlich gut. Zumal es ja nicht nur ein Grün ist, das können wir uns schnell ansehen. Oh, der öffnet hier, genau, der öffnet hier noch seine Ladefläche. Hat aber natürlich nichts dabei. Es ist ja nicht nur grün, sondern das sind hier tatsächlich Grashalme. Okay, jetzt haben wir noch Folgendes. Vor allem haben wir gerade eine Bahnhofsansage. Wir brauchen... Oh, hier stauen sich Züge. Eieiei, okay, das stand auch mal noch in den Kommentaren. Das ist hier natürlich wieder ein Nadelöhr. Und zwar ein massives, man sieht. Hier mit hier so reinfahren. Die Linie geht ja nachher weiter. Die düsen hier rein, hier wieder raus. Da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Sonst stehen mir hier zu viele Züge. Man sieht es, die können fast nicht fahren. Aber das ist jetzt noch nicht das Thema. Jetzt brauchen wir hier erstmal noch ein LKW-Teil. Haben wir hier schon. Das heißt, wir müssen mit den Werkzeugen noch in die Stadt rein. Ja, dann schauen wir doch mal. Wo müssen die hin? Hier oben hin. Okay. Das ist eine Bushaltestelle. Das heißt, wir setzen hier... Gebäude, so ein Teil hier hin. Machen wir es hier oben hin. Zack. Machen eine neue Linie. Von hier nach... wo müssen wir hin? Da. Sehr gut. Und das wäre dann für das Städtchen Elsdorf. Mit LKW. Werkzeuge. Sehr gut. Ein Depot werden wir haben. Da hier eh schon was an... Fahrzeugen unterwegs ist. Jawohl. Fahrzeuge kaufen. Cargo-Kollegen, die Werkzeuge transportieren können. Alle Güter. Ja, schwierig. Die Qual der Wahl. Einmal mehr. Die
könnten auch. Den hier haben wir, glaube ich, im letzten Städtchen verwendet. Nee. Nee. Gefällt mir nicht. Ich möchte nicht immer die gleichen fünf. Sollen wir hier wieder was Älteres nehmen? Wir haben ihn hier. Das ist ein alter Diesel mit 60. Das ist kein großes Städtchen. Opel Blitz Plan LKW. Gebonkt. Davon bitte 8 Stück. Es ist eine lange Fahrt. Okay, zuweisen. Werkzeuge. Schon funktioniert. Die kommen hier raus. Wunderbar. Schnell einsteigen. Ich muss schnell niesen. Sorry. Hab's gleich. Wow, ein Doppelnieser. Auch nicht schlecht, habe ich auch nicht jeden Tag. So, schneide ich natürlich raus, ich möchte euch nicht ins Gesicht niesen. Das muss tatsächlich nicht sein. So, haben wir ja noch eine Kamera? Ne, haben wir nicht. Oh, aber cool ist, wie plötzlich alles wieder scharf aussieht. Das ist interessant, wenn man eine Brille hat. Sobald man halt durchs Niesen ein bisschen feuchte Augen kriegt, wow, das sieht gestochen scharf aus. Ich müsste, glaube ich, öfters niesen, wenn ich Videospiele mache. Dann sehe ich sie auch mal wieder. Gut. Wir steigen aus. Ja, im Prinzip haben wir jetzt eigentlich, was wir tun wollten. Die Stadt kriegt ihre Werkzeuge. Das kann nicht ewig dauern. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Dann hoffe ich, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Zeit, selber Kanal mit demselben Spiel Transport Fever 2. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.